Herzlich willkommen zum heutigen Greenery Café. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Der heutige Greenery Café ist so ein bisschen Wohn-, Deko-, Interieur-Inspiration, denn wir haben unsere Küche im Urlaub ein kleines bisschen überarbeitet. Wir haben neue Wandschränke aufgehängt. Da waren bisher immer botanische Bilder. Aber ich muss dazu sagen, es fehlt natürlich auch noch Deko. Es ist noch nicht fertig. Aber der Greenery Café ist ja da, um euch schöne Naturdeko-Inspirationen zu zeigen oder eben auch Wohninspirationen. Also zum einen mal diese Ecke werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen netter gestalten. Und hier auf dieser Seite, da haben wir hier die neuen Wandregale. Die kommen demnächst auch in den Greenery Shop. Und da montieren wir auf jeden Fall noch die Halter dran. Und dann können wir hier zukünftig wieder unsere Geschirrtücher hinhängen. Was wir auch neu gemacht haben, das ist einmal hier oben die Deckenlampe. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte, die ich verlinken kann, unten in der Infobox. Und der Vorhang, der ist auch neu. Ihr seht, wir haben eine recht individuelle Küche. Ja, wir wollten keine Standardküche und haben dann diese einzelnen Bausteine gekauft. Und natürlich den tollen Herd. Und ich muss sagen, wir sind wirklich super, super happy damit, mit dieser doch recht individuellen Lösung. Was momentan noch fehlt, das ist diese Ecke hier. Die wird auf jeden Fall noch neu dekoriert. Die Seidenkiefer hier oben, die darf hängen bleiben. Und die Deckenlampe, ja, haben wir auch neu angebracht. Dann auch ganz neu ist jetzt dieses tolle Regal. Ich habe lange nach einem Regal gesucht, das, ich zeige es euch mal von der anderen Seite, das hier in diese Ecke passt. Das Problem ist, es ist relativ wenig Platz hier von links nach rechts und wir haben hier auch von der Tiefe, seht ihr das, haben wir auch nicht allzu viel Platz. Deshalb war es wirklich gar nicht einfach, da ein passendes Regal zu finden. Aber ich bin mit dieser Lösung jetzt super, super happy. Was noch fehlt, ist der Inhalt, aber der kommt auf jeden Fall. Und was auch noch fehlt, ist die Gestaltung von dieser Wand. Ich habe mir überlegt, dass hier auf jeden Fall auch so ein Hängeregal hinkommt. Und ansonsten, ja, mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall schön und nett dekorieren. Ich bin halt irgendwie ein bisschen aus der Puste. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht liegt es daran, weil ich vorher auch schon ein Video abgedreht habe. Da habe ich auch schon recht viel gequasselt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute eine Freude bereiten. Wundert euch nicht, der Greenery Café ist manchmal hochkant. Das ist dann perfekt für Smartphone zum Schauen. Und wenn es aber geht, probiere ich es im Querformat abzufilmen. Einfach, weil die meisten ja doch auf dem PC gucken und dann passt das für euch recht gut. Hoffe ich zumindest. Ihr dürft mir zum Thema Format gerne mal einen Kommentar unten in die Kommentarfunktion schreiben. Also unsere Küche, wenn ihr Fragen dazu habt, immer her damit. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und bis zum nächsten Mrs. Greenery Café.